Moin ihr Lieben, wir machen heute ein richtig heißes Kleid aus einem alten Kaffeebohnensack. Na gut, fast. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Wir machen 6 richtig coole Upcycling-Projekte aus einem einzigen Kaffeebohnensack. Im Grunde ist so ein Kaffeesack ein Produkt, was vom Transport des Kaffees übrig bleibt, weil sie oft beim Transport auch ein bisschen beschädigt werden und ihr kriegt sie deshalb super, super günstig oder sogar geschenkt. Und wie vielseitig und nachhaltig ihr so einen Kaffeesack upcyclen könnt, das zeige ich euch jetzt. But first... Ich weiß, dass es einige Kaffeeliebhaber unter euch gibt und deswegen freue ich mich besonders, Tchibo als Kooperationspartner für dieses Video an meiner Seite zu haben, denn es gibt auch noch was Kleines für euch zu gewinnen, aber das am Ende des Videos. Ich bin mir ziemlich sicher, die Kaffeeliebhaber unter euch kennen bereits die Tchibo Barista Serie, aber vielleicht noch nicht die helle Röstung und zwar den Barista Crema Blond. Der ist besonders mild und auch ein bisschen fruchtig im Geschmack und obwohl seine Crema schon super schön ist, liebe ich einfach Milchschaum. Es muss sein. Sorry. Die Tchibo Barista Kaffeebohnen sind zu 100% Fairtrade zertifiziert. Fairtrade steht für die Einhaltung sozialer, ökologischer und ökonomischer Standards. So viel Me-Time muss bleiben, damit man kreativ werden kann und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Projekt. Jetzt, wo der Kaffeesack noch nicht angeschnitten ist, können wir ihn komplett nutzen und auch die schönsten Stellen des Kaffeesacks nutzen. Denn unser erstes Projekt wird ein Tablett oder auch ein schönes Bild. Und dafür können wir am besten den Bilderrahmen nutzen, um den schönsten Bildausschnitt zu finden, der uns gefällt. Ich finde, der Kaffeesack bietet schon echt super viele schöne Motive. Und ich habe mich jetzt für ein Motiv entschieden ohne das Kaffee, obwohl ich das eigentlich auch eine ganz schöne Idee finde, das als Bild zu nutzen und über die Kaffeemaschine zu hängen. Aber für mich darf es etwas grafischer sein. Das Motiv könnt ihr dann in Größe des Bilderrahmens einmal anzeichnen und ausschneiden. Vorsichtig nur eine Seite des Sackes ausschneiden, also nicht durch beide Seiten schneiden. Und dann könnt ihr direkt auf die Rückwand eures Bilderrahmens einmal doppelseitiges Klebeband befestigen, den Stoff darauf kleben und den überschüssigen Rand einmal abschneiden. Dann kann auch schon der Rahmen befestigt werden und wenn ihr den Bilderrahmen so wie ich als Tablett nutzen möchtet, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass die Rückwand aus Holz besteht und alles schön fest ist. Je nachdem, welche Qualität euer Bilderrahmen hat, solltet ihr ihn natürlich auch nicht zu stark belasten. Meiner ist auf jeden Fall stabil genug und jetzt auf jeden Fall auch hübsch genug, um 2 Portionen Kaffee zu servieren. Für das nächste Projekt spielt der Druck auf dem Kaffeesack auf jeden Fall keine Rolle. Wir verwenden nämlich die Rückseite und dafür zeichne ich mir mit dem Bilderrahmen wieder meine Größe an und schneide einmal mein Quadrat zu. Und jetzt kann gestickt werden. Das Material des Kaffeesacks eignet sich nämlich perfekt zum Sticken, dank der besonders groben Webungen kann man da ziemlich schöne Muster reinsticken und das geht auch relativ schnell und unkompliziert, also fast wie einen AIDA-Stoff, den man sonst halt teuer im Bastelladen kauft. Ich habe mich für ein geometrisches Muster aus 4 unterschiedlichen Stickgarnfarben entschieden, weil ich aus meinem Muster kein Bild machen möchte, sondern eine Pinnwand. Dafür habe ich mir ein Stück Architektenpappe in Größe meines Bilderrahmens zugeschnitten. Statt Architektenpappe könnt ihr natürlich auch Kork oder so Styroporreste aus einer Verpackung verwenden. Darauf klebe ich wieder mit doppelseitigem Klebeband meinen Stoff fest, verschneide einmal rundherum um die Kanten den Stoff und dann kommt das Ganze in den Bilderrahmen und so könnt ihr es entweder auch als Bild verwenden oder eben als Pinnwand. Es wird Zeit, die Naht des Kaffeesacks einmal aufzuschneiden, denn wir brauchen jetzt ein etwas größeres Stückchen, das heißt, wir müssen den Bruch nutzen und ich bereite mir den Stoff vor für ein Aufbewahrungskörbchen. Auch hier ist der Druck auf der Außenseite des Kaffeesacks wieder egal, denn wir verwenden die Innenseite als Außenseite. Und für diesen Schnitt brauchen wir noch einen Futterstoff, dafür habe ich jetzt einen Baumwollstoff verwendet. Das sind einmal die Maße inklusive Nahtzugabe und dann können wir diese beiden Seiten einmal mit der Nähmaschine schließen. Jetzt können wir uns den Oberstoff einmal in dieser eingeschnittenen Seite schnappen und in den Bruch legen und so legt sich automatisch auch der Futterstoff in den Bruch. Dann können wir auch die Seiten einmal zusammenstecken und hier im Futterstoff lasse ich auf der einen Seite einmal eine Wendeöffnung, die markiere ich mir einfach mit 2 Quernadeln und die andere Seite können wir aber komplett zusammenstecken und dann im Anschluss mit der Nähmaschine zusammennähen. An der Stelle, wo Futter und Oberstoff aufeinandertreffen, entsteht eine Kreuzungsnaht. Da könnt ihr euch auch nochmal eine Quernadel stecken, damit die Nähte aufeinander kommen. Jetzt können wir auch die 4 Bodentiefen einmal schließen. Dafür drücke ich mir die Nahtzugabe einfach so ein bisschen auseinander. Und dann können auch diese 4 Seiten einmal geschlossen werden. Anfang und Ende natürlich immer schön vernähen. Und dann sieht euer Säckchen so aus. Und jetzt ist unsere Wendeöffnung sehr, sehr wichtig, denn durch diese Wendeöffnung können wir jetzt einmal unser komplettes Beutelchen wenden. Durch die Wendeöffnung könnt ihr auch die Nahtzugaben und die Ecken nochmal schön ausdrücken. Die Wendeöffnung könnt ihr jetzt von Hand einmal zunähen.
oder mit der Nähmaschine. Ich nähe sie ausnahmsweise auch mal mit der Nähmaschine zusammen. Dafür klappt die Nahtzugabe einfach nach innen und könnt einmal knappkantig mit der Nähmaschine die Wendeöffnung schließen. Jetzt kann der Futterstoff in den Oberstoff gesteckt werden und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Kante auch nochmal ausbügeln. Dann wird sie ein bisschen crisper, ein bisschen hübscher. Wenn ihr auch ein schönes Futter verwendet habt, dann finde ich es immer ganz schön, wenn man die äußere Kante so ein bisschen umschlägt. Und fertig ist euer Aufbewahrungskörbchen. Als nächstes Projekt machen wir so eine richtig schöne Boho-Tischdecke oder so einen Boho-Untersetzer. Dafür habe ich den Stoff schon mal ein bisschen vorbereitet. Also ihr seht schon, ihr könnt euch einmal ein Quadrat zuschneiden und dann die Fäden nacheinander rausziehen, sodass ihr wirklich schöne Fransen an den Enden habt. Und diese Fransen könnt ihr jetzt einmal miteinander verknoten. Ich habe mir immer 3 Fäden genommen und die miteinander verknotet. Und dieses Projekt ist eigentlich fast selbsterklärend, würde ich mal sagen. Aber es ist wirklich überraschend, wie lange man doch daran sitzt. Also es ist die perfekte Aufgabe für einen gemütlichen Serienmarathon oder einige Podcasts oder ein Hörbuch zum Beispiel. Also dafür ist es auf jeden Fall die perfekte Beschäftigung. Bringt also ein bisschen Geduld mit, aber es macht schon Spaß. Also gut, wenn man es alles nacheinander macht, tun einem irgendwann die Finger weh. Aber hey, das Ergebnis wird ganz toll werden. Also könnt ihr erstmal fleißig knoten, knoten, knoten. Und wenn ihr alle Fransen miteinander verknotet habt, dann könnt ihr die Fransen noch ein bisschen fransiger machen. Und dafür habe ich mir einfach einen Nahtrenner genommen und habe einfach mit der stumpfen Seite angefangen, die Fäden auseinander zu dröseln, sodass sie schön buschig werden. Und das macht echt Spaß. Das glaubt ihr mir jetzt nicht, oder? Nein, es macht wirklich Spaß. Und zum Schluss könnt ihr nochmal so ein bisschen drüber bürsten, dann wird das nochmal so ein bisschen gestriegelt und dann habt ihr einen wunderschönen Boho-Untersetzer. Also wenn ihr ein bisschen Geduld habt, probiert ihn gerne aus. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Für das nächste Projekt brauchen wir als erstes einmal unser Model zum Maß nehmen. Denn bei allen Kaffeegenießern wird früher oder später auch diese Packung leer werden. Die leere Packung braucht ihr aber auf gar keinen Fall wegschmeißen, denn daraus machen wir jetzt Pflanzenübertöpfe. Nach den Barista-Verpackungsmaßen habe ich jetzt meinen Schnitt zugeschnitten. Der liegt einmal im Bruch und hier starten wir auch wieder mit den äußeren Seiten, die ich einmal zusammennähe. Anfang und Ende solltet ihr wieder gut verriegeln und dann können wir uns wieder diese offenen Kanten schnappen und die einmal zusammenlegen, die Nahtzugabe auseinanderdrücken und dann können wir auch diese Seiten schließen. Wenn ihr merkt, dass euer Stoff auch relativ schnell ausfranst, nehmt lieber 1,5 cm Nahtzugabe statt nur 1 cm Nahtzugabe. Und so sieht das fertige Säckchen auch schon aus. Das könnt ihr einmal auf rechts wenden, also so, dass die Nahtzugaben innen liegen. Und jetzt kann ich auch einmal die Luft aus meiner leeren Packung lassen und meine Verpackung zuschneiden. Schneidet die lieber etwas länger zu, denn wir schlagen das Ganze dann oben einmal noch um. Und die Verpackung kommt jetzt in mein genähtes Säckchen und von dem genähten Säckchen schlage ich jetzt die obere Kante einmal nach innen ein, also in der Höhe, in der ihr sie für euren Blumentopf benötigt. Und auch die Verpackung innen kann ich einmal einschlagen und fertig ist euer Blumenübertopf. Aus den kleinen Stoffresten machen wir als nächstes Untersetzer. Dafür habe ich mir einmal aus Papier eine Schablone vorgezeichnet und ausgeschnitten. Und ich finde, zu dieser Blätterform passt perfekt dieses grüne Stückchen. Darauf zeichne ich mir meine Untersetzer einmal an und schneide sie im Anschluss zu. Und weil das Ganze so schön fusselt, einmal durchsaugen. Damit die Untersetzer so jetzt noch ein bisschen zu dünn sind, schneide ich sie mir ein zweites Mal zu und lege dafür den Stoff einmal links auf links. Jetzt brauchen wir etwas Stickgarn. Ich nehme dafür grünes Stickgarn, passend zu den Blättern. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Und dann können die beiden Stoffblätter zusammengenäht werden. Das könnt ihr natürlich auch mit der Nähmaschine machen. Ich finde so einen Handstich ganz schön und ich verwende dafür den Langettenstich. Dafür stecht ihr einmal von unten durch das Blatt nach oben durch und führt die Nadel, bevor die Schlinge sich schließt, einmal von hinten durch die Schlinge durch und zieht dann den Faden fest. So legt sich das Stickgarn wunderbar einmal um die Kante eures Blattes herum. Das könnt ihr einmal rundherum machen. Achtet darauf, dass ihr bei dem Stoff ca. 1 cm von der Kante entfernt einstecht und nicht zu knapp, weil das Ganze sonst zu schnell ausfransen könnte. Und fertig sind eure wunderschönen Blattuntersätze. Unter allen Kaffeeliebhabern verlose ich jetzt ein Set aus allen 3 Barista-Sorten. Schaut dafür unbedingt nochmal in die Infobox, dort schreibe ich euch alle Teilnahmebedingungen nochmal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier findet ihr weitere Videos verlinkt. Vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt mir kreativ lieben. Ciao, ciao!